Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir zu Gast Nina Gnädig. Schön, dass du da bist. Danke. Wir wollen zum Einstieg mal über ein Thema reden, das dich wahrscheinlich auch direkt betrifft, über das du dir schon viele Gedanken gemacht hast, nämlich das Thema, Achtung, schwieriges Wort, Authentizität. Oder wie unser Altkanzler Schröder immer sagte, Authentizität. Meint er das Gleiche? Ausgerechnet er? Ausgerechnet er meinte das Gleiche, ja. Also das große Thema Glaubwürdigkeit. Jetzt können wir das mal durchspielen. Die Lieblingsbegrüßungsfloskel von allen Erdenbürgern ist, na, wie geht's? Hi, wie geht's? Mhm. Wenn zu dir jemand sagt, und, wie geht's? Antwortest du darauf wahrheitsgemäß? Ja. Das heißt, auch wenn es dir nicht gut geht, dann kriegt ihr das um die Ohren? Nee, das nicht. Aber ich antworte dann halt nicht gut. Antworte dann so, ja, oder geht gerade so, oder ja. Wie oft kriegst du dann in so einem Fall die Nachfrage so, warum geht's dir nicht gut? Relativ selten. Ich glaube, das erwischt die Menschen. Aber ich denke immer, wenn man eine Frage stellt, dann hält man die Antwort auch aus. Das ist genau der Punkt. Also will man dann überhaupt eine wahrheitsgemäße Antwort auf die Frage wissen? Oder ist diese Floskel, wie geht's, schon so sinnentleert, dass sie eigentlich wie guten Tag ist? Ich glaube, dass sie oft ein Selbstschutz ist. Also entweder meinen es die Leute oder sie sagen, sie sagen es halt, weil ihnen in dem Moment nichts anderes einfällt, aber sie das Gespräch eigentlich gerne verlängern würden. Viele haben ja dieses Wie geht's jetzt dahingehend verkürzt, dass man zur Begrüßung nur noch Na sagt. Mhm, stimmt. Sagst du dann Na zurück? Ja. Und dann ist aber auch erledigt. Ja, wir können das dann bis zu 17 Mal wiederholen. Das reicht dann auch. Ja, das ist ja in Amerika schon viel länger verbreitet, dass man dieses How you doing? How are you? Und das ist ja da schon viel länger als bei uns zu einer Floskel verkommen, bei der ja einfach auch nur dann zurückgesagt wird, how you doing? Und dann ist das Gespräch, ist ja gar kein Gespräch, aber dann ist die Begrüßung beendet. Und ich habe in meiner ersten Zeit in Amerika immer noch denen die Story vom Pferd erzählt. Ja. So, wie es mir wirklich geht und was mir gestern passiert ist und heute war nicht so gut. Und dann stand ich da 5 Minuten und war wirklich vollkommen ernsthaft geantwortet. Und die waren immer vollkommen vom Kopf gestoßen, weil sie gedacht haben, hat das denn noch alle? Aber wie haben die reagiert? Positiv oder erschrocken? Oder haben die erschrocken, dann nie mehr komplett gefragt? Verstört. Ein paar haben sich noch so ein Oh, that's interesting rausgewirkt. Aber also, die werden im Leben nicht drauf gekommen, mir dann ihrerseits zu erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Aber hast du gefragt? Ja, natürlich. Wenn ich fertig war, habe ich gefragt, und wie geht's dir so? Und dann hat das für sie nicht bedeutet, dass sie dann dir irgendwie... Nee, das würde dir keiner erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Weil das eben nicht zu diesem Begrüßungsritual gehört. Mhm. Da muss man sich dann schon in Ruhe hinsetzen und sich auch schon besser kennen, dann wird sowas erzählt. Deswegen, das ist so die Beobachtung, wenn man je wahrheitsgemäßer und je mehr auf die 12 man antwortet, umso verstörter sind die Leute. Vielleicht, aber ich glaube, sie sind auch umso dankbarer. Vielleicht können sie damit nicht sofort umgehen. Ja. Aber an und für sich, glaube ich, geht es immer nur um wirkliche Begegnungen, weil sonst haben sie halt einfach nicht stattgefunden. Sonst ist das so ein... Sonst hinkt man dem Leben, wie man es sich wünscht, ja permanent hinterher, sozusagen. Das ist richtig. Macht dich das unglücklich? Verspürst du da fast physische schlechte Zustände, wenn du merkst, dass eine Unterhaltung, ein Kennenlernen nur oberflächlich ist? Ich bitte mein Gegenüber eigentlich immer in den ersten 3 Sätzen zu sehen, was für ein Geisteskind ich bin, ja. Mhm. Ja, und dann sieht man, wie das Gespräch läuft oder nicht. Wenn ich dann Leute kennenlerne, die ich vorher nur aus Filmen kenne, wie oft hörst du dann, ich hätte mir dich ganz anders vorgestellt? Fast immer. Ja? Also, ja. Also, das liegt nun auch an den Rollen, die ich spiele. Aber es liegt unter anderem auch, also das ist echt ein Phänomen. Ich habe mal ganz zu Anfang bei Verliebt in Berlin eine Antagonistin gespielt, die hatte eigentlich alle schlechten Eigenschaften, die ein Mensch überhaupt haben kann, war
geballt auf Sabrina Hofmann, liebevoll von uns allen genannt Sapse. Ja. Und Sapse hatte das komplette Spektrum an No-Gos. Die war arrogant und intrigant und noch dazu leider selten dumm. Dafür konnte sie nur bedingt was. Aber das paart sich natürlich mit einer Arroganz, die dann auch eine Komik entwickelt. Das Spannende war, wir hatten natürlich einen Heidenspaß an dieser Figur, weil man die nicht vor die Tür gesetzt haben will. Und wenn mir Leute auf der Straße begegnet sind, haben die mich erkannt, obwohl ich völlig verschlafen, ungeschminkt in meinem Jogginganzug da stand. Erstens, das war das Phänomen, dass die mich außen erkannt haben. Und zweitens, dass die sofort mich innen erkannt haben. Die waren alle freundlich. Ich hatte ja gehofft, die spucken mich an auf der Straße, weil sie denken, ja, die, das ist die, ja, ja, zahle ich jetzt hier mal heim. Aber im Gegenteil, die waren, sie können es sehr genau erkennen. Und da, es war eher so ein, eher, dass ich das Gefühl hatte, die bringen mich darüber ins Staunen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn die Leute, die mich jetzt schon ein paar Jahre im Fernsehen gesehen haben, wenn die mich dann privat kennenlernen, dann sagen die zu mir, du bist ja privat genauso wie im Fernsehen. So, wirklich eins zu eins. Und das wichtigste Korrektiv in der Richtung, das sind meine Eltern, die mir auch irgendwann mal gesagt haben, so, sie erkennen da zu 100% ihren Sohn, wenn ich im Fernsehen bin. Das ist bei dir ein Riesenkompliment, weil du ja sozusagen eigentlich auf eine bestimmte Weise auch nur dich selber hast, aber genau daraus, du hast ja keine fremden Texte, sondern dich. Ja, ich habe da selbst immer dran gezweifelt, so wie, man denkt natürlich drüber nach, wie kommt man denn jetzt im Fernsehen rüber? Und natürlich ist es erstmal ein Job, einer, der mir großen Spaß macht, aber bei dem ich es auch, sagen wir mal so, schade gefunden hätte, wenn die Leute, die mich kennen, nicht wiedererkennen würden. Und es ist tatsächlich so, dass das schon, das hat alles zu 100% mit mir zu tun. Ne? Also, ich bin dann auch manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Was heißt zu ehrlich? Naja, das ist, ich habe in Sendungen auch immer viel erzählt aus meinem privaten Umfeld. Also so aus meinem Heimatdorf oder so und über meinen ersten Zungenkuss, solche Geschichten halt, Sachen, die mich einfach bewegt haben, aber die zumindest im Ansatz die Privatsphäre von anderen Leuten so ein bisschen verletzt hat. Das war immer lustig gemeint und trotzdem hatten meine Eltern ein paar Scherereien im Dorf. Aber du hast ja keine Namen genannt oder so, oder? Ja, aber jeder wusste, wer gemeint ist. In dem Dorf? In dem Dorf, aber das hat schon gereicht, weil das ist ja, ja so die eigene kleine Welt von meinen Eltern. Und Loyalität, ja. Wenn ich dann gesagt habe, dass mein erster Zungenkuss so war, als hätte ich einen Kanarienvogel geküsst, dann wusste jeder, ah ja, es geht hier um Ingrid Plachter. Das war's. Oh, piep! Ja, die hat dann eine Weile nicht mehr mit meinen Eltern geredet, aber das ging vorbei. Hauptsache, die Leute haben dann noch mit ihr geredet und sie küssen wollen. Ja gut, das war ja schon längst verheert zu dem Zeitpunkt. Wenn sie dann noch Probleme gehabt hätte, dann hat sie wahrscheinlich auch danach schlecht geküsst. Nicht der erste und letzte. Nee, aber ansonsten versuche ich immer, also mir selbst treu zu bleiben. Aber das ist ja wahrscheinlich so der Schlüssel in jedem Beruf, egal welchen. Ich glaube im Gegenteil, du bist ja nicht Moderator geworden, weil du dich gefragt hast, wie wirke ich im Fernsehen, sondern du bist Moderator geworden, obwohl du dir diese Frage stellst. Also ich glaube, die Frage, ob man sich mit der Wirkung beschäftigt oder ob man sich einfach mit der Ursache beschäftigt, also sprich mit den Inhalten und ansonsten beide Beine auf dem Boden lässt, vielleicht geht es einfach nur darum. Mhm. Ja, ich habe da eben lange nicht drüber nachgedacht, aber dann, wenn meine Eltern sagen, das ist, passt schon so, dann passt es auch. Den glaube ich. Sehr, das. Ja. 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 Ja, prima. Dann erstmal danke bis hierher. Ja. Danke auch für die 90 Minuten. Nee, nee, nee. Wir haben schon noch ein paar Sachen auf der Uhr.